Dieser Ford C-Max kann eine bewegende Geschichte erzählen. Mehr dazu jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Holly Cars. Mein Name ist Holly und das ist ein Ford C-Max Benziner 1,8 Liter in der Style-Ausstattung aus 2008 mit 86.000 Kilometern gerade mal drauf. Das ist wenig, 125 PS. Das Auto selber ist aus dritter Hand. Erste Besitzer war eine Frau, zweite Besitzerin eine ältere Dame, die leider vor kurzem verstorben ist. Einer ihrer Söhne hat den Wagen dann übernommen und ist leider 4 Monate später auch verstorben. Seitdem die ältere Dame den Wagen übernommen hat, hat sie die Service immer durch einen ihrer Söhne durchführen lassen, da der Kfz-Meister ist. Und dementsprechend sind keine Einträge mehr vorhanden. Technisch ist er fast in Ordnung, da gehe ich jetzt gleich nochmal näher drauf ein. TÜV ist momentan fällig, aber dafür muss etwas gemacht werden. Der jetzige Besitzer, der Kfz-Meister, braucht das Auto nicht und möchte sich gerne von ihm trennen, aufgrund dessen, dass er halt auch nicht so gute Erinnerungen an den Wagen hat. Das Auto selber hat einige optische Mängel. Ja, also da verewigt sich auch gerade schon eine Spinne, wie man sieht. Hat Winterkompletträder montiert. Ich gehe mir hier so ein bisschen rum. Hat Sommerkompletträder, die auch noch gut sind, im Kofferraum liegen. Eine feste Anhängerkupplung. Und die Seitenwand hinten rechts ist schon nachlackiert und auch gespachtelt worden. Die Tür hinten rechts ist nachlackiert worden und die Beifahrertür ebenfalls. Der Kotflügel rechts ist das einzige unlackierte Teil, müsste aber lackiert werden, wie man hier sieht. Die Stoßstange vorne ist auch schon schlecht ausgebessert worden. Also der Zustand optischer Natur ist leider nicht so prickelnd. Technischer Natur, ich habe den Wagen samstags bewertet alleine und da mein technisches Verständnis nicht so groß ist, eher so kaufmännisch, bin ich versiert, habe ich dann noch ein Video gedreht zu folgender Sache und zwar hier unten am Lenkgetriebe. Ich hoffe, das sieht man. Da kommt Fett raus und Öl raus und ich wusste nicht genau, ist es jetzt nur die Manschette oder sonstiges. Letztendlich wurde mir dann einen Tag später oder am Montag dann bestätigt, es ist das Lenkgetriebe. Auf der anderen Seite ist es nicht so doll, aber es ist auch schon vorhanden und das muss erneuert werden. So ein Lenkgetriebe, da kannst du immer gut und gerne 1.500 bis 2.000 Euro einkalkulieren inklusive Arbeitszeit. TÜV dann nochmal 150 Euro. Am besten macht man noch eine Inspektion mit Bremsflüssigkeit, so um die 250 Euro. Hier sind natürlich auch innen drin schon altersbedingte Abnutzungserscheinungen. Wobei das noch relativ in Ordnung ist. Klima geht, Radio geht, Blinker geht, Lenkradbedienung funktioniert. Aber optischer Natur hat er natürlich auch, ja, auch nochmal um die 2.500 bis 3.000 Euro Schäden. Und da der Marktwert bei solchen Autos zwischen 3.900 bis maximal 4.900 liegt, mit Kilometerstand bis 100.000 und die eventuell wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar einen besseren Zustand haben, kannst du dir selber ausrechnen, dass nicht viel übrig bleibt, was der aktuelle faire Kaufpreis dann bei dem Auto wäre. Also ich würde sagen, maximal ein Tausender, eher Richtung 500 kann man für diesen Wagen bezahlen. Ich habe dir wie immer in die Videobeschreibung einen Link gelegt, wo du diesen finden kannst, wenn er noch im Angebot ist. Oder auch dann gleich vergleichbare und nimm einfach die Informationen aus dem Video raus, wie du den Preis drücken kannst. Bei dem ist es ziemlich einfach gewesen, technische Probleme und viele optische Mängel. So, das war's auch schon. Diesmal ein bisschen kürzer als sonst, da es nicht viel mehr zu erzählen gibt. Wenn es informativ für dich war und du noch mehr von mir und Autos sehen möchtest, dann hast du jetzt die Auswahl zwischen verschiedenen Videos. Ansonsten hören und sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss. Das ist vorne links. Ich schätze mal, das kommt hierher von diesem Schlauch. Ja, ist eine reine Schätzung von meiner Seite.
Und das gleiche Spielchen ist auch nicht so extrem, aber es ist auf der anderen Seite auch der Fall, dass da auch schon Schmand rauskommt.